Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Ereny und ich freue mich, dass du dabei bist. Im heutigen Video geht es um Manipulationsenergien und wie man am besten Leute manipuliert. Das soll jetzt keine Anleitung sein, aber ich denke, aus aktuellem Anlass ist es ganz gut, sich immer wieder mit Manipulation zu beschäftigen. Also wie geht Manipulation aus der energetischen Sicht? Wie funktioniert denn das? Das Erste, was du machen musst, um jemanden zu manipulieren, ist quasi das Fundament zu erschüttern. Fundament ist im Energetischen immer so die Selbstsicherheit, die Würde, das Urvertrauen. Und ein Fundament kannst du erschüttern, indem du zum Beispiel Angst machst. Was sind denn jetzt Ängste? Ängste, Wurzelchakra-Ängste sind Angst um Gesundheit, ja, sind Angst um Geld, ja, sind Angst um den Körper an sich, also alle materiellen Ängste und Sorgen. Das schwächt das Wurzelchakra. Das heißt, wenn du genug Angst da reingibst, Achtung, da gibt es Krankheiten, die sind gefährlich, Achtung, da gibt es vielleicht einmal eine Finanzkrise, die wird dir gefährlich, damit schwächst du das Wurzelchakra. Und genau das ist der Zustand, den du eigentlich möchtest, um Leute manipulieren zu können. Das sind natürlich so Grundthemen, da holst du möglichst viele Leute damit ab. Eine weitere Manipulation wäre zum Beispiel, wie wir es aus der Religion kennen, dass wir sagen, Sex ist etwas Böses, ein gewisser Trieb ist etwas Negatives, den man hat. Wut ist etwas Böses. Und jeder hat Sexualität in sich, jeder hat eine gewisse Wut in sich. Und wenn man dann sagt, das ist böse, das ist schlecht, das darfst du nicht, auch das geht ans Wurzelchakra und trennt quasi so die Leute aus der Erdung raus, aus ihrer Kraft raus. Und so geschieht dann Manipulation. Also das solltest du dir mal bewusst machen. Der erste Schritt ist immer, verunsichere Leute, mache den Leuten Angst, rede ihnen ein schlechtes Gewissen ein. Dann kannst du sie besser manipulieren. Ja. Und wenn das passiert, das erlebe ich halt sehr oft, auch in esoterischen Kreisen, furchtbar, wenn die Leute dann sagen, ja, und da ist ein Geist oder da bist du besetzt, also irgendeine diffuse, energetische Angst erzeugen. Ja? Weil das sieht ja jemand was ich nicht sehe. Also das finde ich auch wahnsinnig ungesund. Also zuerst einmal Unsicherheit, Angst ist immer ein Mittel der Manipulation. Angst ist ja keine wirkliche Gefahr. Angst ist ein Gefühl. Man muss das unterscheiden, ja, zwischen der realen Gefahr und dem Gefühl. Und wenn du eben Leute permanent verunsicherst, du entwurzelst sie und so kannst du sie dann leichter verführen und führen. Du sagst, okay, du bist jetzt unsicher, aber ich gebe dir das Mittel zur Sicherheit. Das wäre dann so der nächste Schritt zum Verführen. Du wirst so der Rattenfänger und sagst, ich habe eine Lösung. Ich habe die Lösung für dein Problem. Und die unsicheren Leute wenden sich dann dem Erlöser oder der Erlöserin oder der Erlösenden irgendetwas, sagen wir mal Injektion zu, zur Gaude, und lassen sich dorthin führen. Aber zuerst ist immer die Angst der erste Punkt. Naja, und wenn du dann eben die Leute verführst, kannst du sie viel leichter führen. Denn jemand, der klar ist, der in seinem Vertrauen ist, der in seinem Wurzelchakra ist, der lässt sich nicht so leicht manipulieren. Ja? Und der spürt dann auch, Moment, da stimmt etwas nicht. Da spürt man, okay, da kommt was rein bei mir, das sich nicht gehört. Das passt da auch nicht. Und wenn eben gerade gesellschaftlich ein solcher Angstdruck herrscht und Leute sind verunsichert, alle Leute sind verunsichert, dann sei einfach bewusst und lass dich nicht manipulieren, lass dich nicht in irgendeine Richtung drängen. Und in irgendeine Richtung meine ich auch in einen dieser Pole. Außen ist immer die Spaltung, die Verzweiflung. Außen gibt es immer zwei Pole. Das ist gut oder das ist falsch. Gibt es immer Licht und Schatten? Gibt es permanent. Und es geht nicht darum, dass du sagst, du gehst jetzt ins Außen und schaust besonders lichtvoll zu sein oder besonders bewusst zu sein im Außen, sondern es geht darum, bei dir zu bleiben und zu erkennen, dieser ganze Wirrwarr spielt sich außerhalb von dir ab
und hat nichts mit deinem Inneren zu tun. Das heißt, erkenne, okay, da ist jemand manipuliert, das sind so Manipulationsfelder und da spielt sich so dieses Licht und Dunkel, sage ich jetzt einmal übertrieben, ab. Und ich sage jetzt nicht, das eine ist gut und das andere ist schlecht, sondern ich sage, beide Seiten sind Teil derselben Medaille, sind Teil des Außens. Es geht nicht darum, dass man sagt, die einen sind gut und die anderen sind böse. Es geht nicht darum, zu polarisieren und zu spalten. Es geht nur zu erkennen, dass man sagt, bleib bei dir, denn sonst wirst du automatisch Teil des Problems und des Systems, ob du dafür oder dagegen bist. Das ist doch, spielt ja gar keine Rolle. Naja, aber beginnen tut es eben mit der Manipulation. Und ja, vielleicht ist uns ja irgendetwas aufgefallen in letzter Zeit, wo wir manipuliert wurden oder wo wir uns manipulieren lassen. Vielleicht lässt du dich irgendwo auch manipulieren. Ja, schreib es mir einfach in die Kommentare. Schau, dass du dich aus diesen Mechanismen löst, aus diesen Manipulationsmechanismen. Schau, dass du aus dieser Angst aussteigst und in die Klarheit, in die Bewusstheit kommst. Gerne mit einer Meditation oder auch einem Kurs von mir, würde mich freuen. Das ist jetzt keine Manipulation, das ist einfach ein Vorschlag. Du schaffst es auch ohne das Zeug von mir, keine Angst, aber mich würde es natürlich freuen, wenn wir uns kennenlernen. Ich wünsche dir eine gute Zeit, lass mir einen Daumen hoch, da abonniere den Kanal, teile das Video und ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen. Tschüss, alles Gute, alles Liebe, dein Oliver Erini.